Wir sind wieder zurück in Echo, wo die Wölfe sich hier wahrscheinlich so wohlfühlen, dass sie sich überall hinlegen und erstmal rumpennen müssen. Das ist toll. Mindestens 5. 6. Es sind 6. Es sind 7. Oder? Ist das einer oder sind das 2? 4 Stück und 3, das sind also 7. Alter Finne. So, ich habe übrigens die Schranken mal abgeholt. Und ja, deswegen weiß ich jetzt auch, das bleibt so, wie es ist. Und, guck mal. Naja, einen könnte vielleicht noch kürzer, ne? Vielleicht einen. Ja, mal gucken. Das weiß ich noch nicht, aber man braucht ja auch so ein bisschen Durchfahrt für. Mensch, Fußgänger, hier, so. Genau. Gut. Kommt man nicht durch. Das ist sehr gut. Gut. Bisschen blass vielleicht. Aber naja, es geht. Gut, die wollen wir erstmal wieder wegpacken. Sieht eigentlich so ganz schick aus, ne? Achso, hier. Muss man hier irgendwas einstellen? Ich weiß es gerade nicht. Währung, Bankkonto. Ich habe unendlich Guthaben. Das ist toll. Ach, mit Strom laufen sie auch. Das ist sehr gut. Stofffesten Untergrund. Ja, ja. Benutzer. Ich. Jan. Der Quinsel. Und der alte Hamsterfalter. So, mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie sich auch öffnen werden. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Oh, scheinbar nicht. Das ist sehr gut. Schranken, die sich auf keinen Fall öffnen. Das ist... Ja... Warum geht denn das nicht? Bin ich zu doof dazu? Bankkonto, ja, ja. Kleines Versteck. Das ist mein persönliches Guter. V-Bucks. Du hast 0 V-Bucks. Toll. Das ist... Ja. Toll, ja, gut. Warum habe ich hier... Hier sind auch keine Benutzer. Hätte ich vielleicht mal eintragen sollen. Quinsel, Jan und der Hamsterfalter. Also quasi jeder. Ja, auch nochmal jeder. So. Das muss jetzt aber so reichen, ne? Moment. Moment. Ich habe gerade herausgefunden, warum es nicht geht. Haben wir hier überhaupt ein Grundstückbesitz? Das wäre jetzt aber doof. Müssen wir zu Fuß runter. Das ist ja ein bisschen ungünstig gerade. Naja. Aber komm, wir gehen einfach durch dieses Tor mal durch. Da müssen wir nicht durch das Gebrösel. Ja, hier ist kürzer. Hier ist kürzer. Jetzt rennen wir wieder die meiste Zeit der Folge. Das ist toll. So viele Fahrzeuge und dann... Gehen wir doch bloß wieder zu Fuß. Warum gibt es eigentlich keine Fahrräder, keine Motorräder und sonst nichts? Was will ich hier drin? Hier habe ich das nicht. Hier habe ich hier. Lagerplatz. Hier, da ist es doch. Grundstückspfosten. Und wir nehmen nochmal so 30 Besitzurkunden mit. Ernsthaft? Ich möchte gerne 30... Grundstücksurkunden mitnehmen? Jetzt habe ich sie. Toll. Gut. Ich sehe gerade gar nichts. Ich bin so blau. So, und ich jetzt wieder raus. Ja, ist immer sehr schön. Ich finde es immer toll, wenn alles funktioniert. Deswegen bin ich gerade ein bisschen entsetzt, dass die Schranken sich nicht öffnen. Wir gehen mal so rum. Könnte vielleicht ein bisschen kürzer sein. Auf die Tür. Machst du zu. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Mal wieder ein bisschen diagonal rennen. Ich glaube, das geht schneller. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. So, und gucken wir mal. Nein, hier haben wir schon alles Grundstück. Hier ist alles meins. Vielleicht hier noch. Nein. Nein, nein. So.
Man muss natürlich rechts klicken, um hier irgendwas zu beanspruchen. So. Ach Mensch, das ist so schade eigentlich. Warum ging denn das jetzt nicht? Weißt du, da hat man schon so tolle Dinger hier und dann klappt es doch nicht. Das ist echt eine Ferkelei. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas anderes? Nee, ne? Status, Berechtigung. Ja, nee, das bin ich. Hier ist ja auch nichts. Warum hat man dann hier... So. Naja. Hoch geht's zumindest. Das ist schon mal gut. Vielleicht so jetzt auch nochmal? Ja. Funktioniert wie eine Tür. Alles klar. Sorry, dass ich doof bin. So, jetzt müssen wir jetzt den ganzen Quatsch wieder zurückschleppen. Aber erstmal nur den Hammer und den Flock, den man normalerweise jemanden durchs Herz treibt. Aber hey, wir beanspruchen damit lediglich hier Land. Lagerplatz. So, dann schauen wir mal, haben wir von hier aus Zugriff? Haben wir. Das ist sehr gut. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen Straßen bauen. Wurde auch langsam Zeit, ne? Nach 6,5 Minuten knapp können wir auch langsam mal anfangen, Straßen zu bauen. Und es ist natürlich super, dass ich auch einen LKW habe, wo gar keine Straßen draufgeladen sind. Das ist echt toll. Das, das Zeug von Intelligenz. Wir sind ein öffentlicher Parkplatz, deswegen stehen die Schranken hier auf Sperrgeweiht offen. So. Nehmen wir den hier mal. Britt. Am Mittag. Mehr brauchen wir nicht gerade. 1, 2, 3, 4. Das wäre schon ganz gut, ne? Vierer Breite haben wir überall, richtig? Ich glaube ja. Guck mal, jetzt können wir sogar schon unten auf die Lager drauf gucken. Aber glücklicherweise haben wir auch ein bisschen Platz, um darauf rumzustiefeln. Versuch mal mein Glück. Auf die Entfernung ist das gar nicht mal so leicht. Boah. Mann, hab ich einen langen Hammer. Bitte nicht falsch verstehen. So. Ich hätte vielleicht besser sagen sollen, ich habe lange Arme. Das käme eher hin. Ja. Also ich sehe auch in Natura aus eher wie einer von den grünen Aliens vom Mars. Weil... Da sollen ja angeblich schon seit Jahren schon hausen. So ein Quatsch. Aber wenn die Arme haben, dann sind sie viel, viel kürzer als meine. Und wahrscheinlich auch schon ein bisschen versteinerter. So. Sind wir hier richtig? Ja, es geht so. 54, komm, es reicht erstmal 54. Hier und dann nochmal 40. 40. 40. Danke. So, und jetzt geht's hier los. Kriegt auch unsere Schmiede endlich mal ein bisschen Straße. Wird ja auch Zeit. Und ich muss gleich schon wieder husten. Ist ja unglaublich. Aber naja. So, so, so. Na, es klappt ja wie am Schnürchen. Und jetzt muss ich mal kurz husten. So, und das war schon, kam auch viel raus. Ich glaube, das ist eine Info, auf die ihr auch gerne verzichten könnt, ne? So. Ich bin so ein kleiner Widerling. 1, 2, 3, 4. Das passt. Das ist nicht richtig, das passt so nicht. Zack, jawohl. Na, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Kann man doch schon mal so anbieten, eventuell vielleicht. Ja, und wie wollen wir hier jetzt die Straße hier Richtung, in die Richtung hier formen? Bevor wir das hier rauskloppen, wollen wir erstmal hier mal rum. Ja, so vielleicht, das könnte man so machen. Muss man jetzt nicht, aber kann man, wenn man so will. Wenn man will.
Wir können auch ein bisschen weiter. So auch, ne? Können wir auch. So ist ja auch schon ganz angenehm. Wird vielleicht hier mit ein bisschen eng. So. So. So vielleicht. Naja, naja. Ah, so sieht das vielleicht ganz gut aus. So könnte es was werden. Es leckt schon wieder. Ich hoffe, dass diese Folge nicht schon wieder asynchron wird. Ich weiß, es war über die Feiertage eine dabei. Die habe ich aber partout nicht hinschnippeln können. Die war asynchron. Da hat es wahrscheinlich wieder einen Leck gegeben zu Beginn der Folge. Und wenn es dann leckt, dann ist das immer Knorke. Dann fängt zwar das Spiel, der Spiel-Soundtrack fängt dann zwar an aufzunehmen, aber mein Mikro noch nicht. Das ist dann immer ein bisschen ungünstig. Und das versucht sich natürlich über die ganze Zeit noch entsprechend anzupassen. Und wenn dann auch noch ist, dass du eine durchschnittliche Framezahl von unter 30 hast, ja, dann hast du sowieso verloren. Dann hast du verloren und dann wird die ganze Folge sowieso nicht mehr synchron. So. Schauen wir mal hier. Zack, zack. 21. Ja, wir machen das peu à peu, ne? Von daher, wir gehen jetzt kein Risiko ein, dass wir hier runterfallen würden. Wahrscheinlich wird es mir doch passieren, wie immer. Da freut sich bestimmt auch schon einer drauf. Aber, ja, hauptsächlich, ich weiß, wie du denkst. So, und, okay, das waren jetzt ein paar zu wenig. Ich überlege gerade, wäre es nicht sinnvoll gewesen, hier vielleicht dann doch bis hierhin zu pflastern? Das sieht so unfertig da gerade aus, ne? Das gefällt mir so nicht. Vielleicht sollte ich den hier auch rausnehmen und den und den und diesen auch. Und einfach mal gucken, was da so Phase ist. Wir schauen mal. Mal gucken, wie das gleich auch aussieht. Wenn es überhaupt aussieht. Nach irgendjemand oder irgendwem. Ach, das ist ja herrlich. Das passt ja. Jetzt sieht das aber wieder so schäbig aus hier. Das gefällt mir so nicht. Warum gefällt mir das so nicht? Weil es so ist. Ja, das ist mir vielleicht ein bisschen... Hier ist ein bisschen wenig, ne? Hier, den möchte ich vielleicht noch raus haben. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ansonsten weiß ich noch nicht, wohin damit. Hier erstmal. So, jetzt möchte ich den noch raus haben. Dafür kommt der da rein. Vielleicht sieht er ein bisschen genehmer aus. Es sieht noch schlimmer aus als vorher. Ja, sorry, das halt hat was mit Probieren zu tun. So, vielleicht. Vielleicht gefällt mir das auch nicht, dass der hier schon hier so anfängt. Vielleicht ist das ja das Problem. Dann schauen wir mal. Wir haben mal wieder eine Folge des Probierens und Austestens, aber das kennt ihr ja mittlerweile. Im Namen der Schönheit. So, oh, falsch. Ja, nee, das sah vorher besser aus. Ja. Kommt ja raus. Und, zwei. Und hier kommen, die machen wir auch nochmal raus. Und dann passt das. Dann haben wir hier nochmal zwei Straßen, glaube ich mindestens, ne? Ja. So. So viel zur Einfahrt. Das ist ganz gut. Hallo Wolf. Wo kommst du denn her? Von hinten. Ja, doch, das ist mir immer noch ein bisschen zu stummelig hier vorne. Ich weiß nicht. Hätte man es nicht einfach so einfach hier rüber ferkeln können? Wäre das nicht machbar gewesen? Nein, wäre es nicht. Es wäre nicht machbar gewesen, wenn wir hier irgendwo gelandet. Das wäre echt nicht so gut. So, jetzt machen wir mal hier so. Obwohl, ist auch wieder falsch. Eigentlich müssten wir hier gleich so rum. Ja. Ah, nicht gut. Nicht gut. Das wird keine vernünftige Einfahrt hier. Es wird keine Rundung geben.
weil wir direkt hier lang müssen. 2, 3, 4. Und hier haben wir viel zu viel Abstand. Da möchte ich vielleicht dann doch hier den Abstand haben. Das ist okay. Das ist gut. Machen wir es so. Hier möchte ich den einen noch lassen, da wo der Wolf gerade drauf pennt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mensch. So, der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Und dann sind wir hier nämlich schon rum. Doch, das wird okay. Das wird schön. Das wird schön mit den Straßen. Auch wenn wir hier erstmal alles abbauen müssen. Aber naja, das. Wie lange ist es her, dass wir diese Steine hier gelegt haben? Ich weiß es nicht mal mehr. Aber es ist schon über 100 Folgen her. Das, die liegen hier schon lange. So bewegungs- und regungslos. Und ich erhalte und ich erhalte. Ich erhalte immer mehr Ziegel. Auch wenn man mit Steinen bezahlen könnte. Das wäre schön. Es muss noch nicht mal ein Edel davor stehen, ne? Einfach so ein Kiesel vielleicht. So ein Kieselstein. Oder Rasenstein, Rasenkantensteine. Oder Bordsteine. Stell dir mal vor, Steine wären etwas, wären wertvoll. Wie Gold. Dann würden doch hier reihenweise Bordsteine geklaut werden. Mit Gullydeckeln hat es ja schon angefangen. Schon vor geraumer Zeit. So, jetzt muss ich wieder husten. Ach ja, Entschuldigung dafür. Ich muss dafür die Maus mittlerweile aus der Hand legen, damit ich die nicht allzu sehr verreiße. So, dann nehmen wir hier mal. Wie viel hatten wir gerade? Weiß ich nicht, 82, glaube ich. Ich nehme einfach mal 82 mit. So, Straßen, 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 die Straßen von San Francisco. Ein Satz in Manhattan. Wer kennt ihn noch? So, jawohl. Weiß nicht, was da gerade los war. Ich weiß nicht, ob ich da gerade irgendwas reingeschmissen habe. Ich glaube nicht. Weil, soweit ich weiß, sind die Lager hier weitestgehend alle voll. Weitestgehend nicht alle, aber so ziemlich. Ja, gut, dann haben wir jetzt schon wieder viel geschafft. Ich muss aber jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Stimmen schon mal wieder. Ich sollte mal wieder anfangen, Tee zu trinken. Das wäre ganz sinnvoll. Oder mir einen heißen Kakao machen mit Zimt. Oh. Nicht, weil es gut tut, sondern doch, es tut gut. Auch in der Seele tut es gut. Heißer Kakao mit Zimt. Oder heiße Milch mit Honig. Die ist auch gesund und ich mag es auch. Und ja, ist einfach nur lecker. Funktioniert aber, soweit ich weiß, nur mit Bienenhonig. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht kann man hier noch so einen Radweg noch machen. Ein Rad. Nein. Nein, das wäre zu viel. Das wäre zu viel des Guten. Radweg auch noch. Ja, nee, 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 nee. Gut, machen wir mal weiter. Ich weiß noch nicht, wo will ich denn hier dann eigentlich hin? Wie würde ich denn hier dann lang wollen? Das wird ja erstmal eine riesengroße Kreuzung hier. Ist ja fast wie ein Kreuzzug schon. Apropos Züge. Weiß jemand, wann die Züge kommen? Ah. Ich habe nämlich den Zug verpasst. Ich muss eigentlich den Bus nehmen. So. Nein, Quatsch. Ich erzähle gerade wieder Stuss. Sorry dafür. So, dann geht's hier dann eigentlich weiter. Okay. 15. Ich muss gerade wieder elendig lang zum LKW wieder latschen. Das ist mir gerade nicht so recht. Ich geh mal weiter ran. Hallo, Wolf. Na, alte Hose. Oh. Hast du gesehen? Der hat den abgerissen, hat mir in die Hand gedrückt. So. Entschuldigung. Da bin ich groß drin. Schuldzuweisung an andere. Ach ja, ach Gott. Und auch vielen Dank übrigens an den Hamster, der mir auch alles Gute fürs neue Jahr gewünscht hat. Der kam sogar extra noch hierher geflogen. Das fand ich toll. Und
Verratet es ihm bitte nicht, aber ich mag ihn ja. Ne? Aber verratet es ihm nicht. Der hat Angst vor mir. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich gerade überhaupt Schluss erzähle. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, Vorsicht, Kaninchen. Raus da. So, das hat mich noch gestört. So, so ist gut. Oh. Guck mal. Habe ich sogar noch vergessen. Nein, ich glaube nicht, dass er Angst vor mir hat. Warum sollte er Angst vor mir haben? Vor mir braucht man keine Angst haben. Ein bisschen sehr breit die Straße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Jan. Jan, du bist ein wahnsinniger Typ. Und da haben wir alles kaputt. Das ist toll. Naja, wenigstens gleich perfekt zum Ende der Folge. Ist auch ganz gut. Dann setzen wir noch hier mal die letzten 8 Straßen rein. Und schmeißen den Rest hier drauf. Und dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal, gehabt euch wohl.